Ich stehe hier mit Dominika Meier, einer der deutschen Topläuferinnen, die morgen in Berlin am Start ist. Und Dominika, du kommst als frisch gebackene deutsche 10-Kilometer-Meisterin hier nach Berlin. Das heißt, du bist super in Form. Was sind deine Ziele morgen? Mein Ziel ist einfach, gut durchzukommen. Ich bin noch nie bei so einer Riesenveranstaltung gewesen, also immer mal was Neues. Aber wir sind gut vorbereitet und das nehmen wir natürlich mit ins Rennen. Und dann einfach von vorne bis hinten diese Leichtigkeit, die ich beim Anfang Marathonlauf gehabt habe, zu haben und das durchzubringen, wäre schön. Das ist mein Ziel. Du bist ja genau auf Olympianorm mit deiner Bestzeit, 2:26,50. Jetzt hau mal ein Zeitziel raus, komm. Sag mal, was ist das, was du morgen auf die Hälfte anläufst? Was ist das, wovon du träumst? So eine Zeit. Also ganz ehrlich, einfach die drittbeste Deutsche sein oder die erstbeste oder die zweitbeste, also halt im kompletten Ranking. Wenn ich wüsste, was das für eine Zeit ist, dann würde ich dir ganz gerne sagen in Zahlen, was es wäre. Wir sind selber so gespannt, weil wir wissen tatsächlich einfach nicht, was passiert und man muss, sagen wir mal, wir können vielleicht 2:25 irgendwas laufen, aber man muss einfach mitgehen, man muss es riskieren und wir sind natürlich da, um für die Olympischen Spiele unseren Traum zu erfüllen, aber ja, das ist ja halt ein Marathon und deswegen kann ich dir leider auch jetzt keine genaue Zahl sagen, aber unser Pacer hat zum Beispiel jetzt mal die Vorgabe, so zwischen 72 und 72,30 am Halbmarathon zu sein und so auch, glaube ich, die anderen Pacer von den deutschen Frauen und so werden wir uns halt als Gruppe mal bis zum Halben durchschlagen und dann gucken, was dann geht. Dominika, du bist Mama, du hast zwei Kinder. Was machen die morgen? Sind die mit dabei oder sitzen die zu Hause und gucken am Fernsehen dir zu, hoffentlich? Ja, die sind zu Hause bei uns und meine Eltern sind da zum Betreuen und ja, also tatsächlich sind sie jetzt langsam so alt, dass sie auch verstehen, was die Mama macht und dass sie mitfiebern und mich auch anfeuern und dann auch vom Fernseher sitzen, aber nicht die ganze Zeit. Also 2,5 Stunden, glaube ich, wird zu lang sein. Du siehst topfit aus. Ich glaube, das wird ein super Rennen und wir drücken dir die Daumen. Danke, danke.